Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon länger kein Video mehr gedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich eins schon in diesem Jahr gedreht habe. Keine Ahnung. Also ich hoffe, ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her, dass ich ein Video gedreht habe. Ich bin halt, also ihr habt davon natürlich nichts mitbekommen, da ich immer gut vorbereitet bin und immer vordrehe. Also ich drehe immer mehrere Videos und heute habe ich auch vor, 3 Videos zu drehen, wenn mein Akku mithält. Ja, obwohl ich sehe, Akku ist schon wieder leer. Frisch aufgeladen, ist schon leer. Naja, wir versuchen es mal. Ich plane heute 3 Videos zu drehen. Je nachdem, wie das Licht mitmacht. Ihr seht, es ist hell. Zum Glück, es ist hell. Ja, heute habe ich ein Unboxing-Video für euch. Es kommen wieder so viele Boxen und das Einzige, was mich nervt an diesen Videos, ist, dass alle Boxen im selben Zeitraum kommen. Das heißt, ich habe 5 Unboxing-Videos hintereinander und das nervt mich selber, aber ich kann es nicht ändern, weil sie immer zeitgleich kommen. Das ist die Kacke, ja. So, aber los geht's und zwar bin ich ganz verwundert, ich habe die Schön für mich Box gewonnen. Die erste in diesem Jahr. Im letzten Jahr hatte ich sie, glaube ich, 2-mal gewonnen insgesamt, aber das war Anfang des Jahres gewesen, genau. Die packen wir jetzt aus und schauen, was drin ist. Ich denke, es ist die Januar-Box, ich weiß es nicht. Ich bin da nicht mehr up to date, weil ich leider nie Glück habe mit den Boxen. Also ich habe wirklich sehr, sehr selten Glück. Ja, aber wir öffnen sie mal. Nee, das ist die Januar-Box. Doch, das steht hier. Doch, Januar. Okay, die Januar-Box. Ich bin gespannt, wie gesagt, die letzte ist ein Jahr her, weil das war ja 2016, Anfang des Jahres. Ja, also lang ist's her. So. So schaut sie aus, also ihr kennt sie, vielleicht hattet ihr ja auch Glück mit der Box. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, und los geht's. Wow. So schön verpackt und ja, jetzt öffnen wir sie mal. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das mit der Mayrossmann-Box, habe ich der Punkte gegeben, Sterne? Ich weiß es nicht mehr. So, hier ist der Beileger. Und ja, schauen wir mal. Oh, ich schaue immer direkt. Okay. Oh, also die ist auch immer so richtig vollgepackt, ne? Also als erstes haben wir hier diese Bebe Yankee pflegende Reinigungstücher mit pflegendem Duft, also die kennt ihr, ich kenne sie auch, ich finde sie auch sehr, sehr gut. Ja, also diese hier für empfindliche und trockene Haut, ja, diese hier, sehr, sehr cool, sehr cooles Produkt. So, dann geht's weiter, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Dann ist hier, oh, die finde ich auch total süß, For Your Beauty Professional Mini Antizipwunder mit abnehmbarer Schutzkappe. Ah, ich denke mal, die ist so für unterwegs, weil die ist so mini. Seht ihr das? Und das Gute, sie ist in Pink. Sehr cool. Ja, finde ich auch richtig cool. Also ich hoffe, dass sie auch gut ist, diese Haarbürste, weil ich kenne nur die, wie heißen die? Die teuren, die teuren. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Fällt mir nicht ein, aber ihr wisst, welche ich meine. Ja, also das hier. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Ah, okay, von Isana. Und das sage ich mal was, weil ich hatte in der letzten Box, die ich vor einem Jahr gewonnen hatte, auch so ein schäumendes Duschgel. Und das benutze ich jetzt gerade. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Und jetzt habe ich hier ein neues, und zwar schäumendes Duschgel Sonnentanz mit Mandarine. Nee, doch Mandarinenöl, genau. Und das andere war in Rosa mit Mandelöl, glaube ich, ja. Ist auf jeden Fall ganz cool. Also man kann es auch zum Rasieren benutzen. Habe ich auch benutzt. Und zwar, wenn ihr das hier so drauf macht. Also das ist zum Duschen, ne? Wenn ihr das auf die Hand macht, ist das erst so ein Gel. Also so wie Rasiergel. Und wenn ihr das dann so schäumt, dann wird das ein schäumendes Duschgel. Genau. Ich finde es aber ganz cool. Und hier ist auch sehr viel drin. Also 200 Milliliter reicht eigentlich für lange aus. Ja, also sehr, sehr cool. So. Dann geht es weiter. Dann ist hier noch was drin. Und zwar von Facel 3 Tampons Normal. Deko-Box nachfüllbar. So. Und das, am besten finde ich immer diese Box, weil wenn die Tampons in der Tasche rumschwimmen, dann findet man die nicht. Und wenn man so eine praktische Box hat, finde ich das ganz süß. Dann weiß man nicht direkt, dass man obes
bzw. Tampons mit sich herumschleppt. Ja, kann man als Frau natürlich immer gebrauchen, ne? Ganz klar. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Hier ist was von Kneipp drin. Schaut mal. Das ist ein Creme-Bad-Streicheleinheit Exklusiv Edition. Hafermilch Macadamia Öl mit cremigem Schaum. Finde ich sehr cool. Ich mag diese Knallprodukte auch sehr, sehr gerne. Nicht zum Verzehr geeignet, steht hier. Okay. Oh, schaut mal, das ist hier so. Das riecht gut. Boah, riecht das geil. Der Duft ist schon mal der Hammer. Ja, das hier. So. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir die Box sehr, sehr gut. Ja, dann geht es hier weiter mit von Isana ein Handkonzentrat mit Vitamin E und Glycerin für sehr trockene Haut. Ich werde sie ausprobieren. Ihr wisst ja, mit Handcremes ist das sehr schwierig bei mir. Ich vertrage da sehr viele nicht, aber hier steht ja für sehr trockene Haut. Ja, also ich werde es ausprobieren, ansonsten werde ich sie verschenken, aber ja, hier steht noch für 300 Anwendungen. Ja, für 300, boah, ist eine Menge, ne? Also das hier. Und dann ist hier noch drin von Altera Naturkosmetik, was ist das? Aloe Vera Gel, spendet Feuchtigkeit und wirkt hautberuhigend, trockene und empfindliche Haut. Okay, ist das jetzt fürs Gesicht? Nee, ne? Nee, einfach nur auf für die Haut. Okay, also ich denke mal, im Sommer wäre sowas ganz cool, aber ja, ich bin gespannt. Mit Bio, Quitte, ja, okay, so. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist das größte Produkt und zwar das hier. Das ist ein parfümierte Duftstäbe, Duftprobe, Bild reiben und riechen, okay? Ja, doch. Doch, riecht ganz gut. Midnight Orchidee, sofortiges Dufterlebnis von Domol. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und ins Wohnzimmer stellen. Ja, so. Nee, hier ist noch was drin. Oh mein Gott, ich habe es übersehen. Hier ist noch was drin. Und zwar sowas hier, das ist von Rival de Loop, ein Eyebrow Concealer. Das heißt, ich denke mal für hier, für die Augenbraue. Ja, okay. Ups, ich muss aufpassen, das fällt runter. So schaut's aus. Auch sehr süß. Ja, so, aber das war's, oder? Ich denke schon. Also wir schauen jetzt mal ins Kärtchen rein. Ah ja, genau, hier sind diese Sparcoupons noch drin. So. Stehen hier die Preise? Leider nein, leider keine Preise. Ja, leider keine Preise, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, lasst mir Feedback da. Wie hat euch diese Box gefallen? Ich muss sagen, ich fand sie mega, mega gut. Also die Rossmann Schön für mich Box ist top, muss ich sagen. Eine der besten Boxen, Drogerieboxen, gibt es nur noch Rossmann, oder? Gibt es noch mehr Drogerieboxen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fand sie super, muss ich sagen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Box fandet, wie hat sie euch gefallen und ob ihr auch eine Box ergattern konntet. Genau, das würde mich interessieren und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!